Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Beim FIDE Grand Prix in Berlin ist die Vorrunde absolviert und wir schauen uns natürlich an, was hat Vincent Keimer gemacht in der letzten Partie der Vorrundengruppe B gegen Lenier Dominguez Perez. Dominguez Perez führte mit 3 aus 5 zusammen mit Shahkryar Mamedyarov. Vincent einen halben Punkt dahinter. Daniil Dubov hatte 1,5 aus 5, war abgeschlagen. Mamedyarov und Dubov spielten sehr schnell Remis in der sechsten Runde. Das heißt, Mamedyarov war dann bei 300 Punkten. Bedeutet, wenn Keimer diese Partie hier gewinnt, dann holt er Mamedyarov ein und hat einen Stichkampf ums Halbfinale. Geht die Partie aus, spielt Dominguez gegen Mamedyarov den Stichkampf. Gewinnt Dominguez diese Partie hier mit Schwarz, dann ist Dominguez direkt durch ins Halbfinale. So, gehen wir rein. Und natürlich erfahrt ihr hinterher auch am Ende des Videos, wie es in den anderen Gruppen gelaufen ist und ob sich schon jemand für das Kandidatenturnier qualifiziert hat, vorzeitig. So, es geht hier los mit D4, D5, C4, Damen-Gambit. Und Dominguez Perez spielt hier D schlicht C4, angenommenes Damen-Gambit. Das macht er hin und wieder, das ist eine Eröffnung, die hat er fest in seinem Repertoire. Vincent meinte hinterher, er wäre überrascht gewesen über die Eröffnungswahl. Hat er jetzt nicht so mit gerechnet hier. Springer F3, Springer F6, E3, E6, Läufer schlicht C4. A6, das ist die Hauptvariante hier. A6 bereitet hier die Bauernvorstöße am Damenflügel vor. Rochade erstmal. C5, das ist alles Standard. Also das ist hier die absolute Hauptstellung, finde ich, im angenommenen Damengambit. Schon so häufig gesehen, diese Stellung. Und hier hat Weiß eine Unmenge an Möglichkeiten. Und ich hatte ja erwähnt am Anfang des Videos, Vincent war so ein bisschen überrascht hier von der Eröffnungswahl und er dachte hier 10 Minuten nach und spielte den eher seltenen Zug Läufer E2. Geht zurück. Gut, der Läufer muss in der Regel eh zurück, weil Schwarz B5 in der Regel folgen lässt, jetzt oder in einem der nächsten Züge, und der Läufer muss sowieso häufig zurück. Es geht hier weiter mit C schlicht D4. Weiß nimmt mit dem Springer wieder. Er spielt nicht diese Isolani-Struktur. E schlicht D4 verträgt sich nicht so gut mit dem Läufer auf E2. Den Läufer möchte man auf D3 stehen haben oder auf C4 in solchen Isolani-Strukturen. Okay, Springer schlicht D4. Läufer D7 bereitet Springer C6 vor. Vincent überlegt weitere 10 Minuten und spielt Springer D2. Springer C6 greift den Springer. So, und jetzt passt ganz genau auf. Das ist auch sehr lehrreich. Auch für mich war das sehr lehrreich, als ich das angeschaut habe, als ich es gesehen habe. Mein erster Gedanke war hier Springer 2 nach F3. Den Springer decken. Wenn Schwarz nimmt auf D4, dann nehme ich halt wieder mit dem Springer. Oder mit der Dame. Auf jeden Fall nicht mit dem Bauern. Und spiele danach B3, Läufer B2. Aber dieser Tausch entlastet Schwarz. Ne? Deswegen, und das ist auch der stärkste Zug hier laut Engine, Springer 4, F3 zurück. Nicht tauschen lassen. Ich kenne diese Springer-Rückzüge aus anderen Eröffnungen, zum Beispiel Varianten, wenn man gegen Aljechin-Verteidigung spielt mit Weiß. Da hat man aber Raumvorteil und dann zieht man die Figur zurück, damit der Gegner sich nicht durch Tausch entlastet. Hier bin ich mir gar nicht so sicher, Schwarz entlastet sich wohl auch hier, wenn er den Springer tauschen würde. Aber hier ist es nicht so, dass Weiß unbedingt Raumvorteil hätte, ne? Weil beide Bauern hier im Zentrum stehen auf der dritten Reihe. Super interessant. Läufer E7. B3, das ist logisch, der Läufer soll nach B2, der muss ja irgendwo hin. Rochade, Läufer B2. Entwicklung abgeschlossen, mehr oder weniger. B5 hier, Schwarz erobert Raum am Damenflügel. Und das war jetzt hier eine ganz, ganz wichtige Phase. Beide Seiten verbrauchten relativ viel Zeit. Dominguez Perez noch mehr als Vincent, zum Beispiel für B5 12 Minuten. Jetzt dachte Vincent 10 Minuten nach und spielte einen sehr, sehr feinen Zug. Dame B1, gefällt mir. Macht Platz für den Turm auf D1, schaut so ein bisschen zum Damenflügel und unterstützt hier Springer E4. Wichtiges Feld im Zentrum, kontrollieren. Dominguez Perez gefiel hier nicht, dass der Springer nach G5 kann und er spielte H6. Das ist nicht unbedingt nötig, aber es ist nicht unbedingt ein Fehler, deswegen will ich da jetzt gar nicht groß drauf rumreiten. Aber 18 Minuten hat er dafür überlegt. 18. Es geht weiter mit Turm D1. Und jetzt nochmal 21 Minuten investierte der gebürtige Kubaner und spielte Dame B6.
Es geht hier weiter mit Springer E4. So, jetzt wird es langsam konkret. Wir sind im Übergang zum Mittelspiel. Und Weiß muss sich natürlich überlegen, wie er jetzt angreift. Ne? Er hat ja den Anzugsvorteil und schiebt den Springer ein nach vorne. Und jetzt wird es konkret, er greift den Springer F6 an, der den Läufer auf D7 deckt. Der darf natürlich nicht verschwinden, der Springer. Gut, Springer E4, Dame E4 wäre möglich, aber es droht Springer schlicht F6, gefolgt von Turm schlicht D7. Schwarz spielt Springer D5. Der Springer auf D5 steht sehr gut. Jetzt Springer G3, auch ein guter Zug. Idee Springer H5 mit Angriff auf den Bauern G7. Turm FD8, auch ein vernünftiger Zug. Bringt den Turm ins Zentrum. Das ist eine spannende Stellung hier. Hier gibt es Alternativen. Es gibt hier zwei Züge, die in Frage kommen. Springer H5, was Vincent gespielt hat. Oder sofort Läufer schlicht G7 hier. Was heißt sofort? Aber Läufer schlicht G7. Ist sehr interessant. König G7, Springer H5 Schach. König G8, Dame B2. Hier muss man F6 spielen, sagt die Engine. Und jetzt E4 hier. Oder Turm schlicht D5. Das ist eine Stellung, die müsste man tiefer analysieren. Aber wahrscheinlich ist es nicht... wahrscheinlich sollte sich Schwarz hier verteidigen können. Gehen wir mal zurück zur Partie. Was Vincent spielte, Springer H5, ist ähnlich gut und ohne Risiko, weil man opfert hier ja nichts. Ne? Greift den G7 an, das kann ja nicht schlecht sein. Und der Springer steht da ja auch gut. So, hier fängt eine interessante Phase an. Stockfisch insistiert hier, dass Schwarz G6 spielen soll. Macht man ungern, sich weiter schwächen, ne? Vor allem diese Diagonale hier. Ne? Man kann hier das trickreiche E4 spielen, diesen Gegenangriff, oder einfach zurückgehen. Springer G3 mit der Idee H4, H5. Sieht auch ziemlich gut aus für Weiß, wenn ich ehrlich bin. Und diese Struktur am Königsflügel ist schon sehr, sehr geschwächt hier. Also hier sehe ich auf jeden Fall Angriffschancen. Dominguez Perez spielte Läufer F8. Geht zurück mit dem Läufer, deckt den Bauern G7. Jetzt, diese Dame hier, die will hier hin, nach G4, um G7 zu attackieren. Deswegen Dame E4. Der Zug ist offensichtlich, finde ich. Wir bringen einfach die Dame zum Königsflügel. Hier hätte Schwarz, also hier gibt es einen klaren Unterschied zwischen den Zügen, die Schwarz zur Verfügung stehen. F5 ist ja der beste Zug. Das schwächt zwar den Bauern E6, aber es kontrolliert die wichtigen Felder E4 und G4. Die Dame müsste nach H4 und jetzt Läufer E8. Und die Stellung, ich vermute mal, dass Weiß ja auch besser steht, aber es ist nicht so viel. Vielleicht ist H3 eine Idee mit der Idee G4 und Attacke hier am Königsflügel und dann eventuell noch G5. Wäre eine Idee. Oder ganz einfach nach F5, Dame H4, Läufer E8, vielleicht Turm AC1, einen Turm ins Spiel bringen. In allen Fällen, denke ich, steht Weiß immer nur so ein Tick besser, aber es ist nichts Besonderes. Ne? In der Partie dagegen spielte Schwarz Springer CE7. Er möchte den Springer zur Verteidigung zum Königsflügel beordern. Dame G4, Angriff auf den Bauern G7. Logisch. Springer G6, auch sehr logisch, stellt den Springer dazwischen. Und der nächste Zug von Weiß ist auch logisch. Springer E5, ab nach vorne, der Springer auf G6 wird angegriffen. Ja, was soll Schwarz machen hier? Auch wenn es nicht schön aussieht, Schwarz hätte Läufer E8 spielen müssen. Und dann diese schlechte Bauernstruktur hier verteidigen. Springer schlicht G6, F schlicht G6, Springer F4 zurück. Und Schwarz hat hier einen Doppelbauern auf der G-Linie, einen isolierten Bauern hier auf E6. Die Struktur ist besser für Weiß, dementsprechend hat er Vorteil. Und kann auch in jedem Endspiel, mit Vorteil weiterspielen. Das gefiel Dominguez Perez nicht und er spielte Springer schlicht E5, tauscht hier den Springer ab. Aber nach Läufer schlicht E5 kann man den G7 gar nicht vernünftig decken. F6 geht natürlich nicht wegen Springer schlicht F6, der G-Bauer ist gefesselt. Sowas wie G6 ist auch ganz schlecht, wegen Dame G3, ein zurückgehen, aus der Diagonale rausgehen und dann Turm schlicht D5 drohen mit der Idee Springer F6 Schach hinterher. Was natürlich kompletter K.O. wäre. Hier ist komplett gewonnen für Weiß. Man kann gegen Turm D5 oder E4 wenig erfinden hier. Gehen wir zurück zur Partie. Dominguez Perez hatte sich hier auf Springer schlicht E3 verlassen. Das hatte er vorher berechnet.
Die Idee ist simpel, F schlägt E3, Dame E3, dann hängt der Läufer auf E5. Das machen wir natürlich nicht mit Weiß. Es gibt hier wahrscheinlich zwei Gewinnzüge. Einer ist Springer F6 Schach, gefolgt von Dame E4 mit der Idee, hier Matt zu setzen auf A7. Ist aber kompliziert. Deutlich einfacher, und das hatte der deutsche Nachwuchs da auch gesehen, ist Läufer D4 hier. Dieser Zwischenzug, Gegenangriff. Schwarz muss jetzt die Dame nehmen, Springer schlägt G4, Läufer B6 und jetzt hängt der Springer auf G4 und der Turm auf D8. Schwarz muss die Qualität geben, auch weil der Läufer auf D7 gedeckt werden muss. Also der Turm kann nicht nach B8 hier den Läufer angreifen, dann kommt Läufer G4 einfach. Turm B6, Turm D7, Weiß gewinnt eine Figur. Deswegen Springer E5 zurück. Deckt den Läufer, aber das kostet jetzt eine Qualität. Läufer D8, Turm D8. Turm AC1. Weiß bringt den Turm ins Spiel. Ihr ahnt es schon, Weiß steht auf Gewinn. Gut, steht schon seit dem 21. Zug auf Gewinn objektiv, aber jetzt noch deutlicher, ne? Qualität mehr im Endspiel und die weißen Figuren, ne? Die Türme sind super aktiv. Aber Dominguez Pérez findet jetzt die besten Verteidigungszüge. Turm C8. Er tauscht hier den Turm ab und geht aus der Fesselung. Turm C8, Läufer C8. Hier finde ich, gewinnt sehr einfach Turm D8. Aber Vincent spielt anders, er spielt F4. Ist nichts Falsches. Weiß steht auch hier auf Gewinn. Springer C6 zurück, König F1, schöner Zug König F1, geht aus dieser Geschichte hier raus, dem Schach auf C5, bringt den König näher. Springer B4, greift den A2 an. Läufer F3, schöner Zug, deckt jetzt Feld B7 und droht Turm D8 mit Läufergewinn. Schwarz muss hier E5 spielen, damit der Läufer nach E6 kann. So, ich denke, viele von uns hätten jetzt hier sowas wie Turm D2 gespielt, ne? Den Bauern denken. Ganz vorsichtig. Aber der nächste Zug zeigt an, was für ein überragendes Stellungsgefühl Vincent haben muss inzwischen. Er spielt hier Turm D8. Sieht ein bisschen riskant aus. Warum? Weil nach Läufer E6, F schlägt E5, Springer schlägt A2. Hier ist Läufer D1 ein Zug, aber er spielt nicht zurück. Er spielt Springer F4. Läufer schlägt B3, weiß jetzt schon, weiß den ganzen Damenflügel abgegeben hat, die ganzen Bauern. Schon sehr interessant, wie er das technisch weiterspielt. Aber wir schauen. Behält er recht? Läufer D5, greift den Läufer an, muss getauscht werden. Läufer D5, Springer D5. Hier droht jetzt Springer E7 Schach, gefolgt von Turm schlägt F8. Schwarz muss G6 spielen, für den König ein Feldchen schaffen. Ups, Springer C7, Springer B4 zurück, E6. Droht E7, Springer C6, Turm C8, Springer E7, Turm A8, H5. Das ist eine Stellung hier, in der Schwarz fast in Zugzwang ist, weil er kann den Läufer gerade nicht ziehen, der Springer hat nicht viele Felder, er muss ja das Feld E7 auch decken, damit der Bauer nicht vorstößt. Und der König klebt am Läufer. Ne? Gut, der kann nach G7, aber auch nicht viel weiter. König E2 erstmal. Er nimmt gar nicht den Bauern hier weg. Sehr interessant. Springer F5, König D3, bringt den König näher. Im Quadrat dieser Bauern hier. Ne? Damit diese Bauern nicht einfach loslaufen können. Der König wird zentralisiert. B4. Und jetzt H3 mit der Idee G4. König G7. Ja, geht aus der Fesselung. Springer E8 Schach. König G8. Und jetzt, ja, es gibt verschiedene Wege zum Sieg. Vincent wählt hier G4. Greift den Springer an. HG4, HG4, Springer A6. Und jetzt sehr, sehr stark G5 weiter. Springer F5. G5 war wichtig, damit er das Feld für den Springer sichert und der Springer gedeckt ist, wenn ich Schach gebe. Und das Fluchtfeld wird hier auch kontrolliert, damit der König nicht rausrennen kann. Und jetzt gewinnt hier wunderschön E7. Greift den Läufer an und das hatte Vincent natürlich alles berechnet. Und die Hauptpointe ist Läufer E7, Springer F6 Schach. Deswegen ist wichtig, dass der Bauer da steht. König G7. Also nochmal, der Bauer muss den Springer decken. Und jetzt ist hier Turm G8 matt. Mate. Deswegen musste ich G5 zuerst spielen. Übrigens, Dominguez Pérez gab auf nach E7. Er hätte mit Springer schlicht E7 noch weiterspielen können. Springer F6 Schach. König G7, Springer D7. Aber der Läufer ist verloren hier und das Endspiel ist gewonnen für Weiß. Ich habe ein paar Züge noch eingegeben hier. Es ist auch theoretisch und objektiv gewonnen und die Aufgabe kam nicht zu früh. Man könnte hier mit Springer D5, Springer F8, Springer F4 Schach
den G-Bauern noch gewinnen. Springer D7, Springer G5, Turm A6. Aber das hier ist theoretisch gewonnen für Weiß mit einem ganzen Turm mehr gegen die paar Bauern hier. Ein fantastischer Sieg, bei dem man sagen muss, dass Vincent Keimer, die Nummer 12 der Welt, das ist Lenny Dominguez Pérez, einfach überspielt hat. Und vor allen Dingen, er war ja nicht unbedingt vorbereitet hier, was die Eröffnungsvariante betrifft. Da sahen wir ja einen Zeitverbrauch. Fantastische Partie, muss ich sagen. Also wirklich toll. Von vorne bis hinten, super Sieg. Und es fiebern super viele Leute mit Vincent Keimer mit. Das weiß man auf Twitch, sieht man das, kriegt man das mal mit, ne? Bei der Live-Übertragung. Und jetzt steht er nicht im Halbfinale, er spielt im Tiebreak gegen Shakhriya Mamedjarov um den Gruppensieg. Und ich denke, da ist alles drin. Mamedjarov ist jetzt nicht so ein überragender Rapid-Spieler, ist ein guter Rapid-Spieler, aber er ist mir nicht aufgefallen in den letzten 2-3 Jahren bei den ganzen Online-Turnieren als so stark wie andere Kollegen, wie andere Großmeister-Kollegen. Der kann auch mal gut blundern. Also da ist alles drin für Vincent und das wäre natürlich sensationell, wenn er sich fürs Halbfinale qualifizieren würde. Ich werde natürlich darüber berichten, hier auf YouTube das analysieren. Checkt doch meine anderen Kanäle aus. Das ist natürlich ein grober Übergang jetzt. The Big Rig Highlights und The Big Rig Shorts. Falls ihr nicht wisst, was das ist, The Big Rig Highlights, da lade ich immer Sachen hoch aus meinen Streams. Eigene Partien zum Beispiel. Und The Big Rig Shorts sind kleine Taktikaufgaben. Alles klar. Macht's gut. Bis dann.